Ja, ich möchte berichten über einen interaktiven Hochwassereinsatzplan auf dem USB-Stick. Ganz klein und das gleiche in groß. Ich sage auch gleich was dazu. Die Autoren sind Christian Lassert, ein Masterabsolvent vor einem Jahr. Ich bin der Betreuer dieses Projektes gewesen, dieser Masterarbeit letztendlich war das. Dieter Stein ist derjenige, der eigentlich alles im Kopf kreiert hat. Er ist beim Erftverband zuständig für die Unterhaltung von Gewässern und hat den Bedarf zu so einem Projekt geäußert und dann eben mithilfe dieses Masterkandidaten dann dieses Projekt auch gleich umgesetzt. Noch ein paar Worte zum Erftverband. Der Erftverband ist ein Wasserwirtschaftsverband in Nordrhein-Westfalen. Ich habe die beiden Orte Düsseldorf und Köln zur Verdeutlichung hier dargestellt. Die Aufgaben des Wasserverbandes sind unter anderem Sicherung des Hochwasserabflusses und dem Betrieb der Hochwasserschutzanlagen. Die Ausgangslage war, als Herr Stein, wie gesagt, Leiter Gewässerunterhaltung angefangen hat, dass er übergeben bekommen hat zur Einarbeitung einen Hefter mit Listen, zum Teil handgeschrieben, Fahrtrouten, die nur in den Köpfen der Mitarbeiter interessierten und auch das ganze Know-how. Und er hat gesagt, ich brauche das irgendwie einmal in reiner Form und so vor allem, dass ich das auch weiter nutzen kann. Das Ziel war also, ein Informationssystem aufzubauen, bei dem alle Listen, Dokumente, Organigramme und so weiter dateibasiert vorhanden sind. Und er hat gesagt, da passt optimal QGIS, das dann als alles integrierendes Element die Hauptsache spielt, also die Kartenfunktionalität verknüpft mit allen möglichen Dokumenten. Ich habe hier mal einfach ein paar Screenshots mit reingepackt, Fotos, Organigramme, Schreiben, Kurven und so weiter. Ja, was kann das System? Das Allerwichtigste, das System ist offline verfügbar, deshalb der USB-Stick, das heißt also die Mitarbeiter, die vor Ort fahren können, die Daten mitnehmen und auf dem Laptop installieren, denn Online-Systeme haben immer einen großen Nachteil, gerade in der Wasserwirtschaft, die gehen genau dann kaputt, wenn das Wetter am schlechtesten ist. Es regnet und so weiter, irgendwelche Bäume stürzen auf die Leitung, schwupps ist die Online-Anbindung weg und die Daten müssen aber für gerade den Hochwasserkatastropheneinsatz verfügbar sein, also komplett und vollständig. Das heißt wirklich alles, Maßnahmen vor Ort, Messwerte, wenn sie denn dann doch online abrufbar sind, die Karten sind thematisch aufgewertet, das heißt also Wasserstände, die Probleme bereiten, werden durch entsprechende Symbole vollautomatisch dargestellt, es sind Fotos verfügbar, es sind Fahrtrouten verfügbar und alles. Das Ganze sieht also so aus, ne, ein Übersichtsplan für den Betriebsmitarbeiter, die sind ja nicht so IT-affin, sondern die brauchen einen Laptop, wollen da reinzoomen und da sollen dann alle Informationen durch Klick oder eben durch Ranzoomen kommen. Ich habe hier mal drei verschiedene Zoom-Darstellungen einfach mal aufgenommen, die das verdeutlichen. Ja, das Wichtigste dabei war, aber es gibt Leute, die wollen das natürlich immer noch auf Papier haben. Das heißt, das Informationssystem muss erstens alle Informationen digital sofort zur Verfügung stellen, aber zweitens genauso in der Lage sein, den ganzen Datenbestand auf Papier auszudrucken und zwar mehr oder weniger vollautomatisch. Ganz vollautomatisch geht natürlich nicht, weil da ein paar PDF-Dateien bei sind, da lohnt es sich nicht, die kann man ja anklicken und dann einfach STRG-P und drucken, aber die QGIS stellt ja mit der Atlas-Funktionalität eine hervorragende Möglichkeit, da Serienplots zu erstellen nach allen möglichen Bedürfnissen. Und tatsächlich ist es so, dass also neben dem System USB-Stick hier der Ordner steht. Und man muss auch ein bisschen dran denken, der psychologische Effekt ist auch ganz wichtig. So ein Mitarbeiter, der im Wesentlichen draußen ist, ne, die sind ja so ein bisschen mehr handwerklich, drauf und weniger begeistert mit dem Computer umzugehen, die brauchen so ein Ding. Wenn die aber wissen, dass die Information, die hier drin steht, nur dann stimmt, wenn die zurückfließt an den Bearbeiter, der die dann wieder in den Datenbestand eingibt und damit die Daten dann wieder im USB-Stick landen, nur dann ist es auch möglich, die Papierunterlagen aktuell zu halten. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass es ganz leicht sein muss, die Papierunterlagen mal eben zu aktualisieren, denn sonst macht das nämlich keiner. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.